Hallo, liebe Deutschlernende. Lass uns heute über das Passiv sprechen. Dies ist ein Thema, das manche Deutschlernende verwirrt. Also lass uns darüber sprechen. Es ist gar nicht so schwer. Ja, im Deutschen gibt es das Aktiv und das Passiv. Und wie der Name schon sagt, ist das Aktiv etwas, das aktiv passiert. Ja? Wenn ich einen Satz im Aktiv bilde, dann passiert dem Subjekt etwas aktiv, beziehungsweise das Subjekt tut etwas aktiv. Und im Passiv beschreibe ich etwas, das passiv passiert. Ja? Einer Person zum Beispiel passiert etwas passiv, ja, von außen. Aktiv ist zum Beispiel, der Mann fährt mit dem Auto. Aktiv, er tut etwas. Der Mann fährt mit dem Auto. Ja. Das Auto trifft auf einen anderen Mann. Ja. Der Mann fährt mit dem Auto einen anderen Mann an. Ja, aktiv. Er ist am Steuer, er fährt und er fährt einen anderen Menschen an. Ja, aktiv. Aber was ist mit dem Mann, der angefahren wird? Ja, der Mann wird angefahren. Ja, er läuft auf der Straße aktiv. Ja, er läuft auf der Straße, ja, aktiv, und dann kommt völlig passiv ein Auto auf ihn zu. Ja, er hat keine Kontrolle über das Auto, weil er Fußgänger ist, ja, er läuft und er hat keine Kontrolle über das Auto, ja, also es passiert passiv aus seiner Perspektive. Ja, er wird angefahren. Ja, und er wird verletzt. Ja? Und das alles passiert passiv, weil er nicht derjenige ist, der etwas aktiv tut. Ja? Und es gibt zwei Arten des Passivs. Es gibt das Vorgangspassiv und das Zustandspassiv. Ja, wie der Name schon sagt, beschreibt das Vorgangspassiv etwas, was passiert. Ja, es beschreibt einen Vorgang, ja, eine Handlung. Und das Zustandspassiv beschreibt einen Zustand. Ja, es beschreibt, wie die Dinge sind. Ja, ich werde dir ein Beispiel nennen. Ja, also, unser Mann, der angefahren wird. Ja, der Mann, der im Unfall verwickelt ist. Ja, der Mann ist in einem Unfall verwickelt und er wird verletzt. Und da haben wir auch schon den Passiv im Präsens, ja, in der Gegenwart. Ja, im Präsens, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Ja, wir sagen, der Mann wird verletzt. Der Mann wird verletzt. Es passiert ihm. Ja, es ist ein Vorgang. Ja, in dem Moment, in dem das Auto auf den Mann trifft, wird er verletzt. Er wird verletzt. Okay, das ist im Präsens. Und ein bisschen später können wir sagen, im Perfekt. Der Mann ist verletzt worden. Ja, das ist das Perfekt. Ja, eine von drei Vergangenheitsformen. Ja, im Perfekt sagen wir, der Mann ist verletzt worden. Ja, und im Vorgangspassiv benutzen wir immer eine Form von werden. Ja, wir benutzen immer eine Form von Verben.
Ja, in der Gegenwart, der Mann wird verletzt. Im Perfekt, der Mann ist verletzt worden. Im Präteritum, der Mann wurde verletzt. Ja, wir reden später über den Unfall und können dann sagen, ja, während des Unfalls wurde der Mann verletzt. Der Mann wurde verletzt. Im Plusquamperfekt, eine weitere Vergangenheitsform, ja, im Plusquamperfekt würde man sagen, der Mann war verletzt worden. Ja, wir haben wieder eine Form von werden. Der Mann war verletzt worden. Ja, das ist Vergangenheit. Kommen wir nun zur Zukunft. Es gibt zwei Zukunftsformen. In der ersten Form, im Futur 1, ja, im Futur 1 sagen wir, der Mann wird verletzt werden. Ja? Ich kann in die Zukunft schauen, ja? Ich schaue in die Zukunft oder ich sehe, was gerade passiert und ich kann es schon ahnen, was passiert, dann kann ich sagen, der Mann wird gleich verletzt werden. Ja? Der Mann wird verletzt werden. Ja? Wir haben wieder eine Form von werden. Ja? In diesem Fall wird werden. Ja? Der Mann wird verletzt werden. Und im Futur 2 sagen wir, der Mann wird verletzt worden sein. Ja? Die abgeschlossene Zukunft. Ja? Futur 2. Der Mann wird verletzt worden sein. Wie gesagt, das war das Vorgangspassiv. Und beim Vorgangspassiv benutzen wir immer eine Form von werden. Kommen wir nun zum Zustandspassiv. Ja? Und wie gesagt, im Zustandspassiv, ja, beschreiben wir einen Zustand. Wir beschreiben, wie die Dinge sind. Okay? Wir beschreiben einen Zustand. Und beim Zustandspassiv beim Zustandspassiv bilden wir den Satz folgendermaßen. Subjekt, dann eine Form von sein und dann das Partizip 2. Ja, das Partizip 2 des Verbs. Hier sind ein paar Beispiele. Also im Präsens, der Mann ist verletzt. Das ist die Gegenwart, ja, das Präsens. Ja. Der Mann ist verletzt. Ja, und verletzt, wie du dir denken kannst, ist das Partizip 2 in diesem Fall. Ja? Also, der Mann ist verletzt. Ja? Also immer mit einer Form von sein und dann das Partizip 2. Ja? Der Mann ist verletzt. Nun die Vergangenheitsformen. Ja? Im Perfekt, der Mann ist verletzt gewesen. Ja? Perfekt, der Mann ist verletzt gewesen. Ja? Wieder mit sein, in diesem Fall ist gewesen. Ja? Der Mann ist verletzt gewesen. Im Präteritum, ja, zweite Vergangenheit, der Mann war verletzt. Ja, der Mann war verletzt. Ja, er ist nicht mehr verletzt, aber er war verletzt. Ja, die Vergangenheit von sein und das Partizip 2. Ja, im Plusquamperfekt der dritten Vergangenheit sagen wir, der Mann wird verletzt sein. Ja, ich sehe schon, dass ein Unfall passiert
Und ich weiß, dass der Mann verletzt sein wird, nachdem der Unfall passiert ist, wird der Mensch verletzt sein. Ja? Also der Mann wird verletzt sein. Das ist Futur 1, Zustandspassiv. Und Futur 2 ist, der Mann wird verletzt gewesen sein. Ja? Der Mann wird verletzt gewesen sein. Ja? Das ist das Zustandspassiv. Ja? Und Zustandspassiv, wie gesagt, immer mit sein und Partizip 2. Okay? Gehen wir nochmal kurz durch. Ja? Und wenn du jetzt selber einen Satz bilden möchtest im Passiv, dann ersetzt du einfach das Subjekt mit der Person, der etwas passiert, und du ersetzt das entsprechende Verb. Ja? Statt verletzt benutzt du entsprechend das Verb, das du benutzen möchtest in deinem Satz. Okay? Also, Präsens, Vorgangspassiv. Der Mann wird verletzt. Perfekt. Der Mann ist verletzt worden. Präteritum. Der Mann wurde verletzt. Plusquam perfekt. Der Mann war verletzt worden. Futur 1. Der Mann wird verletzt werden. Futur 2. Der Mann wird verletzt worden sein. Zustandspassiv mit sein. Präsens. Der Mann ist verletzt. Perfekt. Der Mann ist verletzt gewesen. Präteritum. Der Mann war verletzt. Plusquam perfekt. Der Mann war verletzt gewesen. Futur 1. Der Mann wird verletzt sein. Futur 2. Der Mann wird verletzt gewesen sein. Okay, ich hoffe, du hast das meiste verstanden. Wenn du nicht alles verstanden hast, keine Sorge. Ich weiß, deutsche Grammatik kann manchmal schwierig sein. Hier ist meine Herausforderung an dich. Schreibe einen Satz im Passiv in die Kommentare, und falls der Satz falsch ist, werde ich dich berichtigen. Ja? Keine Sorge, wir sind alle hier, um zu lernen. Ja? Also versuch es einmal, ja? Denke dir einen Satz im Passiv aus. Ja? Es ist völlig egal, was für ein Satz, ja, einfach das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Ja? Einfach das, woran du als erstes denkst. Und dann schreibe diesen Satz im Passiv. Ja? Vielleicht schreibst du diesen Satz im Aktiv und im Passiv, ja? Für extra Punkte. Und solltest du einen Fehler machen, dann korrigiere ich dich und erkläre dir vielleicht auch, was dein Fehler ist und wie du es besser machen kannst. Und nur so kannst du lernen. Ja? Wir lernen durch unsere Fehler. Also los, schreibe deinen Kommentar und wir sehen uns morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.